Herzlich willkommen in der Werkstattschule. Mit einem Barometer könnt ihr den Luftdruck messen und wir zeigen euch hier, wie ihr so etwas ganz leicht selbst bauen könnt. Dazu braucht ihr ein Marmeladenglas, einen guten Kleber, einen Luftballon, zwei Zahnstocher, einen festen Gummi, einen Strohhalm, einen Stift, Tesafilm und eine Schere. Und für später Duplo- oder Legosteine samt Platte, Stifte und etwas Papier. Zuerst einmal müsst ihr den Luftballon vorne ein ganzes Stückchen abschneiden. Als nächstes schneidet ihr den Strohhalm vorne ab und brecht dann einen Zahnstocher ungefähr in der Mitte durch. Dann nehmt ihr den Strohhalm und nehmt den noch ganzen Zahnstocher und befestigt den mit dem Tesa vorne an den Strohhalm dran. Ich zeige euch das mal so. Ihr könnt das so sehen. So. Dann einfach nur, dass der Zeiger ein bisschen was feiner ist. Dann nehmt ihr das Marmeladenglas, nehmt den Luftballon. Jetzt müsst ihr ein bisschen Kraft aufwenden, indem ihr den Luftballon über dieses Marmeladenglas oben drüber stülpt. So, das soll schön stramm sein. So, und dann nehmt ihr den festen Gummi und befestigt den nochmal hier oben drum, dass auch wirklich gar nichts abgeht und dass auch gar keine Luft rauskommt. Jetzt nehmt ihr als nächstes einen guten Kleber und klebt ein bisschen was in die Mitte des Glases. So, ich zeige euch das mal hier. Und dann noch ein bisschen was an den Rand. So. Jetzt geht er her und nimmt das abgebrochene Hölzchen hier und legt das auf den Rand. Und klebt noch ein bisschen was oben drauf. So, das kann ruhig ganz viel Kleber sein. So, jetzt nehmt ihr den Strohhalm mit dem Zahnstocher vorne dran und klebt den auf den Luftballon oben drauf. Und jetzt müsst ihr ziemlich lange warten. Wenn ihr es ein bisschen schneller haben wollt, dann könnt ihr auch so eine Heißklebepistole hier nehmen, aber die werden sehr heiß, also macht das bitte mit euren Eltern. Dann ist das ganze Barometer innerhalb von, naja, wahrscheinlich 10 Minuten fertig. So müsst ihr jetzt ein paar Stündchen warten, bis es getrocknet ist. Da es zu lange dauert, haben wir schon mal was für euch vorbereitet. Ein fertiges Barometer. So, und jetzt kommen die Duplo-Steine ins Spiel. Ihr nehmt das selbstgebaute Barometer, stellt es auf die Platte und baut um dieses Barometer eine Wand. Dann geht ihr her und baut eine weitere Wand einfach nach oben. Also einfach ganz viele Projektionen übereinander stapeln. So, wenn die fertig ist, dann nehmt ihr ein weißes Blatt Papier und klebt das einfach hier oben auf die Wand drauf. So. Und dann stellt ihr die Mauer hier vor das Barometer, dass der Zeiger ungefähr die Mauer erreicht. Und jetzt markiert ihr die Stelle, wo der Zeiger ist, mit einem Bleistift. Das sollte möglichst genau sein, so ungefähr. Dann nehmt ihr die Mauer wieder ab und zeichnet oberhalb von der Markierung eine Sonne und unterhalb eine Wolke. So, dann befestigt ihr die Wand wieder hier. Und fertig ist euer Barometer. Alternativ zu den Duplo-Steinen könnt ihr auch einfach eine Pappe an ein Marmeladenglas befestigen. Wichtig ist nur, dass die Pappe richtig fest ist, sich also nicht bewegt. So, und jetzt könnt ihr das Barometer ganz leicht testen. Ihr stellt es in eine Schüssel und füllt in diese Schüssel sehr warmes Wasser ein. Aber Achtung, nicht verbrennen. Dann wartet ihr eine Zeit und ihr seht, dass sich der Luftballon langsam nach oben ausdehnt, weil sich die warme Luft ausdehnt, wie es auch beim Tiefdruckgebiet passiert. Zugleich geht aber der Zeiger allmählich nach unten Richtung Wolke. So, stellt ihr dann das Barometer auf einen Kühlakku zum Beispiel oder einfach in den Kühlschrank, dann kühlt sich die Luft im Innern des Glases ab, sie zieht sich zusammen und ganz langsam dehnt sich dieser Ballon hier nach unten ein. Der Zeiger geht nach oben. In Wirklichkeit verändert sich der Zeiger nicht so stark wie jetzt eben, dass sich der Luftdruck immer nur ein bisschen was verändert. Am besten ihr verfolgt dann einfach mal über Tage hinweg, wie sich der Zeiger so verändert. Wir wünschen euch viel Spaß beim Messen. Tschüss aus der Wetterschule.